Howdy, ihr räudigen O'Driscolls, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption 2. Freut mich, dass ihr eingeschalten habt. So. Es ist 18.42 Uhr, wir haben 14 Grad. Genießen die letzten Sonnenstrahlen. Huch, was für ein Monster-Lag. Sehr schön. So. Was steht an, Freunde? Einiges steht an. So, wir können hier mit John sprechen. John the Scar Marston. Wir können aber auch hier... Achso, es ist ein Trapper. Alles klar. Ich dachte, das ist irgendeine Jagdherausforderung. Ja gut. Ja, dann können wir doch eigentlich doch zu John. Kann aber auch nochmal schnell gucken. Was haben wir denn hier bei Herausforderungen? Glücksspieler, was war da? Ach, da war irgendwas mit Blackjack, genau. Kräuterkenner, was haben wir hier? Pflücke 6 Schafgarben. Reitkunst. Da hat man ja auch noch eine Herausforderung. Genau, reite innerhalb von 9 Minuten von Strawberry nach St. Denis, ohne Wasser zu berühren. Das könnte ich doch mal machen. Strawberry nach St. Denis. Von Strawberry, wo ich noch ein Kopfgeld habe. $170. Alter! Aber wo ist St. Denis? Blackwater? Habe ich vielleicht noch gar nicht aufgedeckt? Spucke. St. Denis? Vielleicht hier irgendwo, hier so, hier oben. Aber irgendwie erinnere ich mich an den Namen. St. Denis? Ja, okay, krass. Okay, Freunde, ich probier's. Erstmal nach Strawberry. Ohne Wasser zu berühren. Girl. Ich kann natürlich auch nochmal vorher gucken. Ist hier da... Hier haben wir einen Stall. Vielleicht kann ich da den Pfeffi 2 bisschen pimpen. Was? Junge. Jetzt erstmal mein Pferd pimpen. So, komm. Vor allem ohne Wasser zu berühren, ne? Hey, ich komm ja schon. Komm, Pfeffi, weiter. Falle entschärfen.
Es tut mir leid. Oh, Jesus. Oh. Scheiße. Oh Gott. Ja, aber was hätte ich drücken müssen? Ich glaube, ich habe halt nur einmal kurz darauf gedrückt und ich hätte halt permanent drücken müssen. Oh je. Ah. Okay, girl. Eieiei. Aber Stall durfte ich ja noch benutzen, oder? Der gehört ja nicht zu der Stadt. Oh. Nimm. Clever. Ja, aber... Hört das echt dazu? Okay, dann muss ich das vielleicht doch ein anderes Mal machen. Ja, dann... Oh, verdammt, ich wollte doch... Will mal hüpfen, Pfeffi. Verdammt, ich muss X drücken. Drücke mal B, ich muss X drücken. Zack. So, nee, okay, dann machen wir jetzt doch zu John. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber wahrscheinlich muss ich am Ende das Kopfgeld bezahlen, oder? Das verfliegt ja nicht einfach. Wir haben jetzt die Schnellreise, Freunde. Das bedeutet... Ja, vom Lager aus ganz wie, was ist denn da umgerannt? Ja. Nee, oder nicht? Ich kann jetzt ganz easy überall hinreisen. Oh, ein Waschbär. Vorsicht! Oh, ich glaube, die Kohle habe ich nicht mal. Ich habe nicht mal $170. Es ist so hart, ein guter Cowboy zu sein. Sag mal, wie konnte ich denn dem Pfeffi jetzt während der... Ach so, Pferd. Komm hier. Zack. Alles wieder gut. So. Sind wir zurück. Da bin ich ja gespannt, was der John Marston von mir möchte. Howdy. What
Alter, warum grüßt denn keiner mehr zurück? So, sieht doch alles super aus. 13 Dollar haben die noch hier drin. Junge. Was haben die denn mit dem Geld gemacht? Ich habe Haufen Geld gespendet und ich habe die ganzen Upgrades gekauft selber. So, komm, aber wir pennen mal bis zum Tag. So, John. Was willst denn du? Was hat er da? Hey, Arthur! Howdy. What do you want? Uncle told me something about a train. What did he say? Mary Beth overheard something about a train full of wealthy folk rolling down through Scarlet Meadows just south of the state border. Yes. Need help with it? I ain't even sure about doing it. Come on. At night, not too guarded, it's perfect. Nah, I ain't thought it through. You know, stopping a train, pain in the ass. Sure, but what if we could force a train to stop? Well, of course. We get a wagon full of something flammable, oil. Put it on the tracks. They see it. They know they either have to stop or die. Ain't no train driver wants to be cooked alive. That is kind of brilliant. For you. That is a real idea. I think that's the first time you ever had one of them. Shut up. You might be the first bastard to ever have half his brains eaten by a wolf and end up more intelligent. So we're doing it? Yeah, we're gonna need ammunition, guns, look real frightening, and some dynamite to open up the train. I'll get the supplies. Gotta head into town for Abigail anyway. Don't even ask. You go find us an oil wagon. Yeah, I know just the place. They're always heading into that refinery. There's an old rundown shack just over the border, north of a place called Dewberry Creek. Leave it hidden somewhere near there. Alles klar. Wagen, die du für John stehen kannst, sind mit einem Rad markiert. Okay. Ich gehe mal jetzt nochmal schnell zu Pfeffi, denn wir hatten ja letzte Folge ein zweites Holster bekommen. Die haben ja auch noch Aufgaben. Genau, das wäre so eine... Auf die Jagd gehen. Ja, let's go. Komm, das machen wir mal. Habe ich gerade Bock drauf. The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Oh. Right? Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Let's go. Mount up then. Let's go. Come on, girl. Come on, girl. So. You know, it was... Komme ich jetzt gerade nicht an meine Waffen? Wie komme ich jetzt nicht an meine Waffen ran? Bleib auf dem Pferd. Hä? Hey, komm her, Pfeffi! Hey! Pfeffi, ganz ruhig, ganz ruhig. Vielleicht liegt das jetzt an der Mission, keine Ahnung. So like
I was talking about. They lived almost as one. The bison went, my people went. And they were the center of all life. We couldn't survive without them. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. There was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood. But I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Over there. You see them all? Mm-hmm. Incredible, aren't they? We should only kill one of them. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Wenn ich an meine Waffen komme? Ja, jetzt komme ich ran, oder? Ja, perfekt. So, hier haben wir einen Schofield-Revolver. Flakers-Revolver. Die wir jedenfalls natürlich auch noch polieren können. Aber wo war das? So, war das vielleicht unter Waffen mit dabei? Nee, Gegenstände, oder? Optikköder. Werkzeuglager. War denn der Kram? Wert. Gesundheitstoniker. Dieses Waffenöl. Nahkampflampe. Sich das irgendwie... Ach so, warte. Ach, hierüber muss ich das bestimmt machen. Ah, okay. Zutat, Materialien, Ausrüstung. Ob hier... Falls ich das überhaupt noch habe. Doch, da war es. Waffenöl. So, aber wie kann ich das jetzt... Hält deine Waffe im... Egal, komm, dann... Machen wir jetzt erstmal hier doppelläufige Flinte. Mit dem Bogen wäre halt cool. Dass die Fälle dann noch eine gute Qualität haben. So. Dich habe ich auserkoren. Komm mal her, Junge. Scheiße, nein! Hä? Bin auch noch nicht so ganz schlau aus dem Dead-Eye-System geworden, weil er markiert das immer noch automatisch. Oh Mann, das tut mir immer so leid. Heute den erlegten Bison. Besser heute als morgen, würde ich mal behaupten. Das Riesentier, Junge. Good job. Stow that on your horse and mount up. I wanna go check something out. Aber es ist witzig, dass das Fell trotzdem schlecht ist, obwohl ich ihn nur im Kopf getroffen habe. Wahrscheinlich brauche ich dann auch wirklich die richtigen Pfeile dafür. Und je mehr Pfeile ich halt brauche, desto schlechter wird es sein. Okay, let's go. Ansonsten kann ich aber mit dem roten Bison nichts weitermachen, ne? So. I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted them. No. Look. Bison. Shot and left for dead, it looks like.
Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. I say we follow them. Alright, lead the way. Ich meine, wir haben das auch gemacht gerade, aber die Schweine! Could it have been an animal? No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Wir haben das gerade auch gemacht. Ich hab's halt nur gehäutet. Also schwingen wir hier nicht die Moralkeule. Heule. Another dead bison. On the hill to the right. Come on. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. Hmm. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. Können wir es auch noch untersuchen? What a damn waste. This way. Oh, should have a good view from up here. So. Okay. You see anything? Damn it! Yeah, well, sorry. Maybe another camp. It's worth a look. All right. Let's go. Let's go. Bastards. Just killing for fun. You think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Okay. Da stehen auch noch Pferde. Sie sind noch da. Hey, ihr Schweine. Did you fools shoot those bison? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Okay, jetzt seid ihr tot. Yes, we did. We shot them bison. We'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We. It's that business of mine! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot me! Stand back, Charles. I'll get you some answers. Hör mal zu, Junge. Come here. What the hell are you doing? Schnauze! Bison and leaving him to rot. I don't know what you're talking about. Schnauze, Junge! Sag mir endlich die Wahrheit. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No, please, don't kill me. I'm begging you. All right. Get out of here! Just don't shoot me, mister! I got a family! Then run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to poachers. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. So, Jansen kam, nehme ich natürlich alles mit. Leider immer noch zu viel einstecken. Was ist das hier? Broschüre für vergiftete Wurfmesser. Nice. So. Ah, okay, ich muss sie immer noch lesen. Aha.
Vergiftetes Wurfmesser. Im Nahkampf mit Wildtieren wird der Jäger oft zum Gejagten, wenn das Tier nicht schnell genug besiegt ist. Ein Messer auf ein Tier zu werfen funktioniert zwar, kann aber zum Verlust eines guten Messers führen, wenn das Tier mit dem Messer im Leib flüchtet. Hiermit erlegen sie Tiere in wenigen Sekunden. Benötigte Materialien, Wurfmesser, Oleandersalbeipflanze. Herstellung. Nehmen Sie ein Wurfmesser und tragen Sie vorsichtig den Oleandersalbei auf der Klinge auf. Zweitens, in der Tasche aufbewahren. Für Naturburschen. Wenn Sie tagelang kein Messer finden, trinken Sie unter keinen Umständen Alkohol, Salzwasser, Urin oder Blut. Okay, und war es aber jetzt. Wir können uns natürlich noch eine Kleinigkeit beraten, wenn wir hier gerade ein Lagerfeuer haben. So. Zack. So, komm, ja. Zack. Gegenstand lagern. Nochmal gucken. Zack. Und nochmal kochen. So. Vogelfleisch können wir uns noch schön braten, Junge. Wir müssen halt jetzt mal alles verwerten hier. Und nochmal kochen. Einfach mal die Natur genießen, Freunde. Alles schön verbraten. So, mal. Nochmal. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet heute schon einen guten Start in die... einen guten Start in die Woche. Ich auf jeden Fall. So. Und dann sind wir auch schon durch. So, weiter geht's. So, hier ist dann auch schon ein Wagen für John. Hier ist eine Micah-Quest. Wenn wir gleich hier sind, dann holen wir hier doch gleich ein Wägelchen. So, Freunde, hier können wir gar nichts machen. Ne? Wenn wir nicht unsere Ehre verlieren wollen, reiten wir einfach weiter. Bewacht. Private Property. Aber was ist hier? Oh, oh.
Nein, niemals! Tschüss, ihr Penner! Der Ölwagen wurde zerstört. Okay, cool. Das funktioniert dann also nicht. Dann müssen wir die Burschen wohl wirklich alle ausschalten. So, Doppelrevolver. Zack. Zack. Scheiße. No. Okay, das war auch dumm. Ja, okay, es war auch dumm. Scheiße. Ich muss Deckung suchen, Mann. Was ist denn los mit mir? Ich renne da einfach rein wie Billy the Kid. So, komm. Das Ding ist halt auch... Verlier dadurch Ehre. Scheiße. Verlier dadurch Ehre, verdammt. Aber wie schaffe ich es denn, den Wagen zu klauen? Ja, okay. Wie schaffe ich es denn, den Wagen zu klauen, ohne dass er kaputt geht und ohne dass ich die erschieße? Ich meine, sobald ich da rausfahre, ballern die auf das Ding. Höchstens versuchen, so assassinenmäßig. Okay. Gerade scheint da irgendwie keiner zu sein. Let's go, wir probieren es nochmal. Einfach durch. Ganz dreist. Okay, was ist jetzt los? Hä? Hä? Was denn jetzt? Jetzt interessiert es auf einmal keinen mehr. Okay. Ja gut, dann bringe ich die jetzt zurück. Also, zu Marston. Na gut, dann halt so. War das jetzt, weil ich vielleicht zwei, dreimal gescheitert bin und damit die Mission sozusagen einfacher ist, aber auch ein Pfeffi wieder ganz vergessen. Pfeffi, komm mit! Okay, 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 okay. Okay, ja. Okay, genial. 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 Oh mein Gott, wie blöd kann man sich denn eigentlich anstellen? Ich hab's doch auch noch gesehen. Oh, Freunde, was ist denn heute los, ey? Heute stelle ich mich besonders blöd an.
So, da sind wir ja auch schon. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Sage John im Lager, dass der Wagen in Position ist. So, wie weit ist denn das Lager jetzt weg? Ja, doch ein ganz schönes Stückchen. Jetzt? Ach nee, dafür brauche ich einen Pfeffi, oder? Ach nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Lager kann ich auch so machen. Genau. Jetzt brauche ich mir ein Lager und jetzt mache ich mal eine Schnellreise. Hä? Geht's doch nicht? Ich dachte, es hieß, man kann immer von einem Lager aus schnell reisen. Herstellen, kochen, schlafen. Und Feuer ausmachen. Ich dachte, man hat halt eine Karte im Lager, aber ich dachte, da stand auch, man kann von einem Lager aus schnell reisen. Meine Pferde sind außer Hörweite. Oh. Scheiße, wo sind die denn jetzt? Hier so, oh mein Gott. Oh mein Gott. That horse don't listen. Ja, was mache ich denn jetzt? Irgendwo ein Pferd klauen. Howdy, howdy. You're a chump, pardon. You really just say that to me. Yeah. Yeah, you. You know I'm talking to you. Kommen Sie doch mal runter. Hey, Pferd, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Pferd. Ganz ruhig. Komm schon. Ich weiß, das hat jetzt an unserer Ehre gekratzt, Freunde, aber wir brauchen ein Pferd. Marston noch Bescheid sagen. Komm. Jawohl. Nein, ich will keine Verbundenheit zu diesem Pferd. Oder zählt das dann für meine Pferde. So, komm. Jetzt sind noch Möhrchen. Komme ich jetzt hier wieder runter?
ausruhen lassen. Easy boy. So, und jetzt, komm. Schlussspind. Oh nein. Oh oh, oh oh. Lord have mercy! Oh, hey, hey, come back! Oh no! Ich hol ihn dir. Na komm her. Nein, ich will keine Verbundenheit. Verdammt, dann habe ich hier drei Pfeffis. Komm her. Mitkommen. Audi, Audi. Jetzt konnte ich nicht grüßen. Bitte schön. So, wir haben ein bisschen Ehre dazu bekommen. Jetzt aber zurück ins Lager und ab zum Marsten. Johnny Boy. Den Ölwagen. John. Let's get on. Good. And you? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See, Arthur? Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. Yeah. Okay, Freunde, haben wir das gemacht? Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Kann ich Gitarre spielen? Das muss ich kurz ausprobieren. Kann ich Gitarre spielen? Nein. Howdy, howdy. Kann sie nur umwerfen vielleicht. Ja, oder? Hier können wir noch ein Bild untersuchen. Okay. Gut, Freunde. Jetzt aber wirklich. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.